Uiuiui. Okay. So Leute, jetzt haben wir hier was ganz Schönes für euch ausgedacht. Und zwar viermal den Jorge Crackling Vulkan. Leslie Crackle. Ich schmeiß ihn mit Knallerbsen ab, der Himmel. Ein paar Rockets, ne? Ja. Stardance Batterie von Nico mit Zerleger. Palermo von Veco Heos. Auf jeden Fall immer wieder ein cooles Teil wegen dem geilen Cracking am Ende. Wie viele sind da drin? So, jetzt hier der jetzt hier eine Neuheit von Blackbox. Teufels irgendwas, keine Ahnung. Auch noch mal einmal. Zünd mal was an hier, Junge. Ja, guck mal, wie das aussieht. Mach mal die Knaller an. Oh ja, ein schönes Bengalo. Ja, los. Jetzt haben wir hier noch ein paar coole Batterien für euch, die nicht gezündet haben, wo ich dann neue Litzen dran gemacht habe. Und dann haben wir hier auch noch die Spider 20 Rockets. Blackbox Mythos. Schön. Cool. Alter. Das sind die Spider 20 Rockets. Die Spider 20.
Aber die Steigung ist gut. Oh. Das wird auch noch einige Male passieren. Ja, die Steighöhe ist gut, aber. Und das ist halt geil mit dem, dass es eine Leitwerksrakete ist, aber der Effekt ist echt kacke. Ja, die Steighöhe ist echt beachtlich, aber. Blackbox, Nymphis. Hallo, machen Sie da. So Leute, jetzt haben wir hier ein paar Pfeifer für euch vorbereitet an Batterien. Zweimal so eine von Komet und dann hier drei kleine Leslie Mini-Simulators. Boah, die brennen da, ist krass. Alter. So, jetzt haben wir hier ein paar ältere Nico-Sachen. Alles so Romschware sozusagen. Leuchtkugeln und so ein Kram. Fontänen. Wird jetzt weggeballert. Orion-Raketen von Jorge. Ja. Als nächstes kommt hier das Kanonenrohr von Nico. Richtig fettes Teil. Konnte man mal beim Norma für 11,99 kaufen. Wir haben es aber viel günstiger bekommen. Sonst würde ich mir so einen Schrott gar nicht erst kaufen. Aber schön zum Warmwallern an Silvester. Richtig schön geeignet. Ich hab da so eine ganze Kiste von dem ganzen Nico-Kram geholt. Von so einem Bekannten. Kann ich? Mhm. Das hat im Prinzip nichts gekostet alles. Wir probieren so viele wie möglich auf Schlag zu zünden. So, jetzt hier die Double Strike. So, jetzt hier die Double Strike von Weko.
Jetzt kommen jetzt zwei Goldvulkane auf Schlag. Einmal der von Explode, der links vertreten ist, und einmal der Jorge von rechts gesehen aus. So langsam überholt der Jorge, glaube ich. Ja, echt, oder? Der ist nämlich auch fetter, der Jorge. Das werden wir auch gleich sehen an der Brenndauer. Ah, der Explode war auf jeden Fall schön. Ja, Jorge auf jeden Fall längere Brenndauer. Jorge längere Brenndauer und halt nicht auf NC-Basis. Aber der Explode ist auch günstiger. Brokatblinker von Funke. Fette Cake. Heftig. Explode Beast. So, jetzt hier einmal der Komet Vulcano und die Silver Stars von, keine Ahnung, egal. Rubro oder so. Geischer, glaube ich. Viel Spaß. Hier was richtig Cooles für euch vorbereitet, und zwar habe ich extrem günstig ganz viele Nico Sachen gekauft, eine Fontänenbatterie und dann hier ganz viele römische Lichterbündel, und die schießen wir jetzt alle für euch auf Schlag. Hoffentlich geht das alles klar. Ah, die hatten wir eben schon mal, ne? Schöne kleine Cake. So, von Explode, die Purple Crosette.
Geil. Auch so ein genießtes Teil. Eine kleine süße Batterie als nächstes, die Pin-Up von Xplode. Dann nehmen wir uns mal hier die beiden Margarita von Jorge raus. Da liegen sie ja schon. Boah, ja. Uiuiui. Uiuiuiui. Boah. Junge, Junge, Junge. Hier ist die zweite. Das gibt eine richtig geile Zündung. Geil, so muss das sein.